Was sind für Sie die Konsequenzen der digitalen Revolution? Liegt die digitale Revolution noch vor uns oder sind wir mittendrin oder ist sie schon längst abgeschlossen? Mich interessiert eigentlich viel mehr, was ist eigentlich das Postdigitale? Was kommt nach dieser digitalen Revolution, die ja weite Teile unseres Lebens schon längst verändert haben und die Kunst sicherlich auch verändern wird? Und das ist eigentlich das Spannende. Denn wir hatten eine mechanische Revolution, wir hatten eine elektronische Revolution, wir haben eine digitale Revolution und danach kommt wieder eine Revolution, die neue Medien und neue Künste hervorbringt. Und genauso wie die Vorstellung von dem, was ein Bild ist, sich verändert hat, genauso wie die Vorstellung von dem, was Kunst ist, sich verändert hat, genauso werden unsere Begrifflichkeiten sich weiter verändern durch die technologischen Weiterentwicklungen. Wie beurteilen Sie die Herausforderungen und Chancen, die die Digitalisierung für die Kunst generiert? Ja, auch die Rollen von Kunstwissenschaftlern ändern sich. Die Rolle des Künstlers, des Galeristen und vor allem des Rezipienten, des Publikums ändert sich. Und die große Chance des Künstlers kann sein, dass er viel direkter mit seinem Publikum interagieren kann, vielleicht gar keine Galeristen mehr benötigt, weil er über bestimmte Plattformen, die vielleicht die Galeristen zur Verfügung stellen, direkt mit seinem Publikum interagieren kann. Und das bedeutet auch, das Publikum in den Produktionsprozess bereits einbeziehen kann. Aber das Tolle an der Digitalisierung ist, ich kann digital arbeiten, muss es aber nicht. Denn ich kann auch alte Medien benutzen, da wo es Sinn macht. Und ich glaube, postdigital bedeutet, das Digitale da einsetzen, wo es Sinn macht und da, wo es keinen Sinn macht, die anderen Medien. Digital versus analog. Das Verhältnis wird ja oft als eine Art Kampf aufgefasst. Wie sehen Sie das? Und vielleicht, wo geht es hin? Wir sollten dem Digitalen mehr vertrauen. Wir sollten vor allem den Künstlern mehr vertrauen, dass die aus dem Digitalen noch was machen, was wirklich spannend ist. Dann natürlich kann man vieles gegen das Digitale, das Flüchtige, das Ortlose, das Materiellose sagen. Aber jede Technologie hat eine Weile gebraucht, um seine Meister hervorzubringen. Also die Ölmalerei hatte Jan van Eyck. Die Fotografie hatte auch viele Künstler, die daraus etwas gemacht haben, was ursprünglich vielleicht nicht die Intention der Erfinder war. Und ich glaube, wir sind jetzt immer noch in einer Pionierzeit, in der ausprobiert wird, was man mit den neuen Medien, vor allem mit den digitalen Medien machen kann. Und das ist ein weiterer Prozess, das ist weiter im Fluss. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir irgendwann auch große Meister in diesen Medien haben. Also denken wir an die Fotografie, vielleicht an Jeff Wall, ist einer meiner Lieblingskünstler, oder an die Videokunst, die zum Beispiel Bill Viola hervorgebracht hat. Und ich warte noch auf die großen Künstler, die mit den digitalen Medien etwas Großartiges machen, das mehr ist als nur die Nutzung der Technologie, sondern ich glaube, die großen Künstler zeigen sich gerade darin, dass sie die Technologie aufbrechen und zu etwas verwenden, für was sie eigentlich gar nicht gedacht war. Und da kann ich nur wieder auf Nam June Paik verweisen, der genau das mit der Fernsehtechnologie gemacht hat. Und wir brauchen heute Künstler, die sozusagen unsere Handys aufbrechen, die Virtual Reality aufbrechen, die etwas mit der Technologie machen, wofür Silicon Valley sie nicht gebaut hat. Und vielleicht brauchen wir Künstler, die letztendlich dazu fähig sind, ein künstlerisches Silicon Valley aufzubauen, neue Technologien zu entwickeln, die für ihre Zwecke notwendig sind. Denn ein Jan van Eyck hat die Technologie, die er verwendet hat, für sich gebaut. Und heute greifen wir viel zu sehr auf Technologie zurück, die von Ingenieuren in Silicon Valley oder sonst wo gebaut wurden, um damit kommerziellen Zwecken zu dienen. Wir müssen wieder unsere eigene Technologie bauen, die unseren künstlerischen Zwecken dienen und damit einen Beitrag leisten zu unserer technologischen Gegenwart. Visionen brauchen wir und sozusagen künstlerische Innovationen. Und deshalb glaube ich ganz fest daran, dass die Verbindung zwischen Technologie und Kunst uns zu spannenden Einsichten über unsere Gegenwart führen kann. Aber im Moment laufen diese beiden Welten immer noch parallel nebeneinander und haben wenig miteinander zu tun. Herr Dr. Klinke, vielen Dank für das Gespräch.